Endlich wieder Weihnachten. Weihnachten, Weihnachten, Weihnachten. Weihnachten überall. Weihnachtskekse, Weihnachtskerzen, Weihnachtsessen, Weihnachtssocken, Weihnachtslieder, Weihnachtsfilme, Weihnachtsmänner, Weihnachtskugeln auf Weihnachtsmärkten und immer volle Gläser. Cheers! Aber was mir persönlich schon immer am besten gefallen hat, sind die Adventskalender. Und darum jetzt Türchen auf und zugeschaut. Niedergestreckt von Corona lag ich nach der Messe, isoliert im Wohnzimmer, eine Woche lang auf dem Sofa. Im Augenwinkel mein unbespielter Messeloot. Zug um Zug Legacy, Avonfall, Obsession, The Veil of Eternity und ganz oben auf dem Stapel Wasserwelten, die Arche Nova Erweiterung. Endlich! Auf die hatte ich so lange sehnsüchtig gewartet. Neue Endwertungskarten. Eine neue Universität, die es mir erlaubt, nach einer bestimmten Tierart im Stapel zu suchen. Neue Tierarten mit neuen Fähigkeiten, Riffbewohner, die ihre Fähigkeiten nicht nur beim Ausspielen triggern, sondern auch, wenn ich einen weiteren Riffbewohner in meinen Zoo spiele. So viele sweete, neue Möglichkeiten, die unser meistgespieltes und liebstes Spiel der letzten Jahre wieder einen neuen Kick und noch mehr Wiederspielreiz geben. Aber das lag noch in weiter Ferne, denn ich lag ja geschwächt auf dem Sofa. Also wie sollte ich mir bis dahin meine Zeit vertreiben? Dann fand ich in der Arche Nova Wasserwelten-Erweiterung eine Einladung für die Board Game Arena. Ein Monat Arche Nova auf BGA, umsonst Probespielen. Perfekt! Endlich werde ich das Solospiel im Expertenmodus knacken, dachte ich. Denn nach über 20 Partien konnte ich zwar den Standard- und erfahrenen Schwierigkeitsgrad meistern, easy peasy, aber der Expertenmodus macht mich immer und immer wieder fertig. Irgendwann, Arche Nova. Irgendwann. Aber zum Glück kann ich jetzt erstmal in die neuen Wasserwelten abtauchen und mit Claudia zusammen erkunden, was es zu entdecken gibt. The Veil of Eternity ist unser neuestes, absolutes Lieblingsspiel. Es ist ein spannendes Wettrennen über maximal 10 Runden. Und wer zuerst 60 Punkte erreicht, indem man Kreaturen aus 5 verschiedenen Gruppen sammelt und zähmt, gewinnt. Dabei muss man flexibel bleiben, denn welche Kreaturen in der Auslage landen, welche man tatsächlich bekommt und sich leisten kann, ist nicht planbar. Nehme ich die Kreatur? Oder die damit verbundenen magischen Moneten. Spiele ich den Soforteffekt oder baue mir eine mächtige Engine auf? Gewonnen, 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 gewonnen. Es gibt viel zu entdecken in dieser kleinen Box. 70 verschiedene Kreaturen mit interessanten Fähigkeiten und Synergien, ein cleveres Spieldesign und ein fantastisches Artwork. The Veil of Eternity bietet ein spannendes Wettrennen in angemessener Spielzeit. Sag es schon. Wir lieben es. Wir haben uns für unsere erste Brettspielliebe etwas Besonderes für euch einfallen lassen. Wir sind zurückgefahren in mein Heimatdorf und haben dort anhand von Fotos und meinen Erinnerungen versucht, mein altes Jugend-Kinderzimmer irgendwie, so gut wir es halt hinbekommen haben, nachzubauen. Dann on top hatte ich geplant,
ein kleines Interview mit dem Autor oder sollte ich sagen den Autorin zu machen. Und die haben gesagt, wir finden die Aktion so sweet. Wir möchten nicht nur ein Interview geben, wir wären gerne dabei und würden das Spiel mit euch spielen. Irgendwie hat die Bürgermeisterin des Ortes davon Wind bekommen und hat gesagt, lass uns doch versuchen, um die Aktion herum so ein kleines Event zu machen. Ein kleines Brettspiel-Event. Und ich so, ja geil, ich wollte schon immer mal sowas organisieren. Und hab einfach bei ein paar Verlagen angerufen und hab gesagt, pass auf, wir haben einen Traum, eine Turnhalle und keine Ahnung, was wir tun. Und die so, wir haben keine Ahnung, wer du bist, aber wir mögen die Idee und deinen Enthusiasmus. Wir würden das Event gerne sponsern, wir sind dabei. Letzte Frage nur, wann soll das Ganze stattfinden? Und ich so, 24. Dezember. Und die so, ja, ist Weihnachten. Ich so, ist es Weihnachten? Oder ist es vielleicht das NWBBB? Der Neuwanbüchen Board Game Bash. Und die so, das ist crazy. Und ich so, aha. Weißt du was, Format C? Darf ich dich Format nennen? Ich so, hey, ist irgendwie strange, aber go for it. Die so, Format. Um die Aktion nach vorne zu pushen, können wir noch ein bisschen Star Power gebrauchen. Wer ist der erste Name, der dir einfällt? Und ich so, Till Schweiger? Und die so, echt Till Schweiger? Und ich so, ja, wir sollten auf gar keinen Fall Till Schweiger nehmen. Und die so, okay, es ist immerhin Weihnachten. Denkst du, woran ich denke? Ich so, okay, ja, der Weihnachtsmann. Er wird wohl irgendwie zu tun haben, meinst du nicht? Ja, aber man munkelt erst im Moment nicht so zufrieden mit seinen Elfen und wäre schon an einer Art Rebranding interessiert. Es wäre eine Chance, wenn wir jetzt unsere Karten richtig aufspielen. Vielen Dank für euren fantastischen Beitrag. Ich bin mir nicht sicher, ob ich alles verstanden habe, aber es war wieder äußerst unterhaltsam. Vielen Dank dafür. So, morgen das letzte Türchen. Alle anderen Beiträge sind hier verlinkt. Und vielen Dank fürs Zuschauen. Bis morgen dann. Was will er uns damit sagen?